Hallo allerseits und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem März. Da ich gerade Fotos für Instagram gemacht habe, weil ihr anscheinend Gefallen an meinem Gesicht gefunden habt und ich auch sonst für den Lesemonat noch ein Thumbnail machen musste, ist hier so viel Chaos auf meinem Bett ausgebrochen, dass ich es aufgegeben habe, euch die Bücher in der richtigen Reihenfolge vorzustellen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit meinen Neuzugängen aus dem März. Es sind insgesamt 15 Bücher gewesen. Und ein Buch ist gerade merkwürdigerweise völlig unauffindbar. Ich könnte schwören, dass ich es heute Morgen noch gesehen habe. Und ich rede von Ich, Jean und die Nacht meines Lebens. Auf Englisch heißt das Buch Dean Locke Went to Prom. Und es geht um einen jungen Mann, der seinen Highschool-Abschluss bald feiern wird und keine Tanzpartnerin findet. Und dann fragt er einfach seine Großmutter und die beiden werden gefilmt und zu einem Internet-Hit und das Ganze entwickelt sich ein bisschen von alleine weiter. Das ist so ungefähr die Kurzfassung. Ich fand das Buch eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich allerdings zwischendurch mal den letzten Satz gelesen hatte, hatte ich dann ganz andere Erwartungen an die Handlung und ich fand es ein bisschen schade, dass dieser Ball, von dem man das Gefühl hat, dass er ja der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Buches sein würde, halt schon relativ weit am Anfang vorkommt. Ich dachte, dass das Buch sich mehr mit dem Herantasten an den Tanzpartner oder Nicht-Tanzpartnerin von Dean beschäftigen würde. Aber das war dann nicht so. Aber naja gut, ich hätte vielleicht einfach nicht den letzten Satz lesen sollen. Dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Mich würde an dieser Stelle natürlich mal interessieren, ob ihr auch diese Unart habt, dass ihr manchmal den letzten Satz des Buches schon lest. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn ich durch Bücher einfach durchblättere, warum auch immer ich das manchmal tue, und dann eine Stelle lese und die mich einfach komplett spoilert. Das passiert manchmal aus Versehen. Manchmal sucht man ja auch gerade nur, wo das Lesezeichen geblieben ist oder sowas. Und dann spoilert man sich auch nur, keine Ahnung, 3 Seiten weiter oder sowas. Aber man hat sich gespoilert. Und dann denkt man sich mal so, nein, warum? So geht mir das zumindest. Dann habe ich aber auch sonst noch einen ganzen Haufen cooler Bücher bekommen. Manche waren sehr, sehr cool. Manche waren gut. Und manche waren, ich werde sie wahrscheinlich nicht nochmal lesen. Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal lesen, wovon wir einen Ohrwurm bekommen, was eben das Buch mit diesen lustigen kleinen Grafiken ist, die uns unser Leben erklären sollen. Ob das Ganze eine wissenschaftliche Basis hat, sei dahingestellt. Und dann habe ich noch auch City of Thieves bekommen, das hier, wo es um ein junges Mädchen geht, was den Mord an seiner Mutter rächen will und dabei mit dem Sohn des vermeintlichen Mörders und ihrem ehemaligen besten Freund zusammenarbeiten muss. Ich fand das Buch eigentlich ganz gut und ich werde mich jetzt bei den Büchern, die auch im Lesemonat vorgekommen sind oder die ich euch schon rezensiert habe, was meistens trotzdem auf selber hinausläuft, ein kleines bisschen kürzer fassen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Speicherplatz meine Kamerakarte noch hat. Ja, dann habe ich noch Der restliche Sommer von Max Scharnick gelesen. Das fand ich ja ehrlich gesagt nicht so fantastisch. Wer das Thumbnail zu dem Video schon gesehen hat, weiß das aber eigentlich auch. Ich fand das Buch einfach konfus mit seinen mehreren Perspektiven. Ja, okay, die Menschen hingen dann alle miteinander zusammen und ich weiß nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt hätte mir das Buch mir vielleicht gefallen, aber aktuell einfach nicht. Leider. Was ich immer sehr, sehr schade finde, weil ich es nicht mag, wenn Bücher mich enttäuschen. Aber zum Glück keine Enttäuschung war Florence Fanning und die Steam Pirates. Eine junge Frau macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und muss endlich beweisen, dass, was ihr die Leute, die sie bisher kannte, nie zugetraut haben, etwas ist, was sie durchaus schaffen kann. Blöd bloß, dass diese Leute zu großen Teilen jetzt auch tot sind, nachdem sie von den Steam Pirates umgebracht wurden. Davon wird es einen zweiten und dritten Band wohl geben, die, also zumindest der zweite Band, wohl so Juli, August rauskommen soll. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich eintritt. Bei Self-Publishern ist das ja immer so eine Sache. Ich kann das aber auch völlig verstehen, wenn die sich an ihre Deadlines nicht halten können, weil irgendwas Privates dazwischen kommt. Also, ich meine, die sind dann ja für so vieles verantwortlich. Selber verantwortlich für dieses Cover. Sie müssen das Lektorat organisieren, sie müssen das Buch schreiben und alles. Und ja, gestern hatte ja auch die Autorin, also für mich gestern, Niki Kisow, die ihr noch von den Librellis kennen könntet, auch verkündet, dass sie wahrscheinlich erstmal eine Weile kürzer treten muss, weil wenn im Umfeld irgendwas ist. Und ich kann es schon verstehen. Klar, ein Vertragsautor, der in einem Verlag arbeitet, da sieht man das wahrscheinlich ein bisschen enger. Aber das ist dann auch irgendwie was anderes, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, dann habe ich noch Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor, bekommen. Ihr habt vielleicht eventuell so mal ganz am Rande mitbekommen, dass ich mich für das Thema Feminismus interessiere. Und ja, Alice Schwarzer ist ja eine der wenigen populären aktuellen deutschen Feministinnen, die auch meine Generation überhaupt kennt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich generell mit den Leuten viel weniger auskenne, als ich es wahrscheinlich sollte, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich mir auch unter dem Titel nur so mittel viel vorstellen kann und einfach mal neugierig bin, was ich so Neues lernen werde. Und
ja, ich meine, wahrscheinlich werde ich auch eine Hausarbeit bald über Staatsbürgerschaft und Frauenwahlrecht in Europa schreiben oder also auch in Deutschland. Und ja, vielleicht hilft mir das Buch dazu ja auch ein kleines bisschen. Das wäre gut. Und ansonsten wird es mich hoffentlich einfach weiterbilden. Ich muss jetzt mal kurz den Akku wechseln, weil es mich schon so fröhlich anblinkt. Sekunde. So, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wahrscheinlich hätte ich den Akku auch noch ein bisschen drinnen lassen können. Aber mich machen blinkende Sachen einfach komplett wahnsinnig. Deswegen wechsle ich den Akku immer lieber sofort. Dann habe ich noch, so sprach Achill, bekommen eine gekürzte Version der Ilias. Also natürlich in Übersetzung. Mein Altgriechisch ist nicht vorhanden. Ich habe mal so eine Altgriechisch-AG gemacht im Rahmen einer Projektwoche. Aber naja, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Mit der Ilias kenne ich mich bis dato nicht aus. Ich kann also auch nicht beurteilen, wie gut die Übersetzung war. Aber ich fand es eigentlich ganz interessant. Bloß manchmal ein bisschen verwirrend, weil es auch unheimlich viele Leute waren, die aber auch nur sehr kurz zu Wort gekommen sind und nicht immer ganz klar war, wer jetzt zu welcher Seite gehört. Tja. Dann ist noch Das dunkle Herz von Lukas Heiner bei mir eingezogen, was zusammengefasst so beschrieben werden kann, dass Jugendliche in einer Wüste aufwachen und ihren Weg rausfinden müssen. Oder sie werden sterben. Aber das Ganze dient eigentlich einem höheren Zweck, wie man später noch erfährt. Fand ich eigentlich ganz cool, dass es dann noch so eine Perspektive gab, die eine ganz andere Sichtweise in das Buch hineingebracht hat. Wo man sich dann aber auch fragen muss, welcher Perspektive man jetzt so vertrauen möchte. Und das fand ich auf jeden Fall mal eine neue Sache, das fand ich eine gute Sache. Und ja, ich komme mir mal total blöd dabei vor, wenn ich den Lesemonat und die Neuzugänge hintereinander wegdrehe. Was zeitlich aber meistens am besten passt. Und ich euch dann alles doppelt erzähle mit der Handlung. Das müsst ihr mir mal sagen, wie das so für euch ist. Früher habe ich ja die Neuzugänge und den Lesemonat zusammengedreht. Aber dann hatte ich irgendwann endlos lange Videos. Und wenn ich jetzt so wie in diesem Fall 15 neue Bücher kriege, dann habe ich noch 2 Bücher gelesen, die keine Neuzugänge waren. 17 Bücher in einem Video unterzubringen, ist halt meiner Meinung nach auch kompletter Wahnsinn. Also 15 Bücher ist auch schon ziemlich grenzwertig, aber naja. Dann habe ich noch Wonder Woman bekommen. Yeah! Endlich eine starke Frau. Ein Buch, was mich definitiv begeistert hat. Ich fand das Buch total gut. Und ich hoffe, dass ihr es auch alle bald lesen werdet. Ich glaube, die Handlung ist soweit eigentlich fast schon bekannt. Ich habe es rezensiert, es kam im Lesemonat vor, es gibt die Comics schon sehr lange, es gab eine Verfilmung. Aber dieses Buch hat tatsächlich eine andere Handlung, weil nämlich kein Mann eine große Rolle spielt. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es in den anderen Comics und Adaptionen ist. Sondern da ist der Kriegsbringer oder Hades oder die Personifizierung davon jedenfalls ein Mädchen. Und das fand ich einfach voll cool, dass das Buch dann eigentlich mit hauptsächlich weiblichen Charakteren ausgekommen ist. Fand ich sehr, sehr cool, muss ich ja sagen. Dann habe ich noch Tanz meine Seele bekommen, ein Buch von den Inkrabbits. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Inkrabbits kennt. Das ist so ein Imprint. Das ist ein Zusammenschluss von 4, 5 Autoren. Beziehungsweise Autorinnen, es sind ja nur Autorinnen. Und die machen eigentlich ziemlich coole Bücher, auch so querbeet durch alle Genres. Denen kann man sich nicht anschließen, das steht auch so auf der Website. Aber man kann sie unterstützen, indem man ihre guten Bücher liest und sie rezensiert und bekannter macht. Also schaut mal alle bei der Seite der Inkrabbits vorbei. Außerdem haben die total coolen Inkrabbit-Merch und ja, das ist toll. Wobei ich mir davon noch nichts gekauft habe, wie ich ehrlicherweise zugeben muss. Aber ich habe ein Lesezeichen mit Tanz meine Seele bekommen. Von dem ich euch gar nicht die Handlung verraten habe. Entschuldigt bitte. Also es geht um eine junge Frau, die ihren Traum vom Tanzen verwirklichen will. Aber das Ganze gestaltet sich nicht ganz so einfach, wie man das denken könnte. Wie man auf dem Cover schon gesehen hat, ist die junge Frau allerdings keine Balletttänzerin, sondern mehr so Street Art. Und das ist auch mal was Ungewöhnliches. So in die Richtung habe ich bisher gar nichts gelesen. Meistens geht es dann ja doch irgendwie um Balletttänzerinnen, die ihren Traum verwirklichen wollen. Und ja. Dann habe ich noch bekommen Vertrauen und Verrat von Aaron Beatty. Ihr dürftet inzwischen schon wissen, dass ich ein großer Fan von diesem Buch geworden bin. Ich finde es total fantastisch und auch wenn es eigentlich sehr, sehr viel mit Liebe zu tun hat, hat es mir sehr, sehr gut gefallen und ist einfach toll. Auch ein Buch, was viel mit Liebe zu tun hat, ist Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Und ich finde beide Bücher genial. Also in Vertrauen und Verrat geht es darum, dass ein junges Mädchen eigentlich verheiratet werden soll, mit Hilfe einer Kupplerin, die verkuppeln halt die Paare immer so, aber dann bei der Kupplerin in die Lehre geht und ja, ich fand dann so ein paar Sachen, die sich dann am Ende rausgestellt haben, total cool, weil die Kupplerin ihren Job jederzeit macht, um so viel schon mal zu verraten. Und in Colleen Hoover, Nur noch ein einziges Mal, geht es um eine junge Frau, die früher mit einem obdachlosen Jungen zusammen war, den aber aus den Augen verloren hat und sie ist halt selber in einem gewalttätigen Haushalt aufgewachsen und jetzt hat sie einen Mann geheiratet, der aber auch anfängt gewalttätig zu werden und sie trifft halt den Jungen von damals wieder. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, weswegen ich euch mehr dazu auch noch nicht sagen kann. Mehr würde ich euch aber auch gar nicht verraten wollen, damit ihr von der Handlung nicht gespoilert seid. Mir wurde nämlich immer wieder gesagt, dass ich euch zu viel spoilere und das möchte ich nicht.
Dann ist noch was bei mir eingezogen. Also ich habe keine Ahnung, warum ich der Mensch bin, der die meisten Kochbücher in dieses Haus bringt. Obwohl ich am wenigsten ungefähr koche in diesem Haus. Und was isst du dann? Ein Buch für Fructose, Gluten und Laktose intolerante Veganer. Also wenn man was nicht verträgt, was in diesem Buch drin ist, ja keine Ahnung. Ich glaube, demjenigen ist dann auch fast nicht mehr zu helfen. Der muss sich dann von Wasser ernähren, außer er hat eine Wasserallergie. Das wäre dann auch schlecht. Es gibt ja Menschen, die haben eine Wasserallergie. Ich frage mich dann aber, ob das dann auch die inneren Organe betrifft oder wie sie dann Flüssigkeit zu sich nehmen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber naja. Ich finde, dass die Rezepte hier drin eigentlich ziemlich cool sind. Ich bin noch nicht so viel zum Ausprobieren gekommen. Was ich aber gut finde, ist, dass die ganz am Anfang auch sagen, dass das relativ teuer ist, so zu leben. Und ja, das ist halt was, was ich in vielen vegetarischen oder veganen Kochbüchern vermisse, die dann irgendwelche super exotischen Zutaten aufzählen, die du vielleicht, keine Ahnung, in London oder Berlin oder sowas an jeder Ecke findest, die man aber in Odendorf sicher nicht irgendwo findet. Also bis wir beim nächsten Gemüse-Türken-Laden sind, ja, er ist von einem Türken geführt, müssen wir erstmal in die nächste Stadt fahren, 10 Kilometer weiter, was dann ja die Umweltbilanz auch nicht wieder so fantastisch macht. Und alles. Und wir haben nicht irgendwo so einen coolen Street-Market, wo wir einfach jeden Donnerstag hingehen können. Also es gibt irgendeine Form von Dorfmarkt, glaube ich, aber da war ich noch nie und ich habe auch irgendwie kein Vertrauen daran. Odendorf ist einfach zu konservativ und fleischlastig. Jeden Donnerstag, glaube ich, steht auch vor unserem Edeka so ein Grillhühnchenwagen. Ich glaube, die kennt ihr alle, oder? Diese Wagen, die so Grillhühnchen am Spieß verkaufen. Die Dinger sind so unfassbar übersalzen. Also, ja, trotzdem fand ich sie früher ganz lecker, aber die armen Hühnchen. Ja, noch ein cooles Buch, was bei mir angezogen ist, Die drei Opale, wo ich mich schon sehr auf die Fortsetzung freue. Es hat auch eine junge Protagonistin, auch wenn das Mädchen auf dem Cover meiner Meinung nach viel zu alt aussieht, für das Mädchen, was im Buch vorkommt, die 13 sein soll. Und die dann quasi ihre Bestimmung erfüllen muss und so drei Sturmopale suchen soll, die irgendwie so sagenumwoben sind. So ganz hundertprozentig wird es auch noch nicht erklärt in dem Buch, was es mit diesen Opalen auf sich hat, soweit ich mich erinnere. Und die dann aber auch noch ihren kleinen Bruder retten muss und ihr Vater ist auch noch verschwunden und ja, ich finde es einfach eine gute Mischung und das ist sehr lustig, weil als ich euch das im Lesemonat vorgestellt habe, musste ich niesen und ich habe das Gefühl, dass ich auch gleich niesen muss. Falls also ein Cut kommt, wisst ihr, was Sache ist. Dann habe ich noch ein paar Bücherchen bekommen. Es fehlen jetzt nur noch zwei Bücher, die ich euch zeigen muss. Den Rest... Ha, nee. Nee, warte. Das habe ich euch vorgestellt, habe ich euch vorgestellt. Okay, die habe ich euch alle vorgestellt. Sehr gut. Schön, dass ich den Überblick habe. Palace of Glass. Also ein Mädchen lebt in einer Welt, in der es halt nicht erlaubt ist, andere zu berühren, weil es Magdalenen gibt. Das sind Menschen, die die Gedanken von anderen Menschen lesen können und diese dann wohl auch beeinflussen können. Und ich finde, dass das total cool klingt. Das Buch steht jetzt, glaube ich, fast schon einen Monat rum. Aber ich muss es endlich mal lesen, weil es wirklich, wirklich gut klingt. Wie ich im Lesemonat erklärt hatte, muss ich ja noch so einen skandinavischen Krimi einschieben und Krimi ist einfach so ungefähr das einzige Genre, was ich nicht leiden kann, neben Liebesroman. Und ja, falls ich jetzt fragt, warum zur Hölle ich dann zwei Liebesromane bei mir bekommen habe, ich glaube, mein Lesegeschmack wandelt sich ein bisschen und ich finde es akzeptabel, eins, zwei Liebesromane zu lesen. Wobei mich das Gesülze in nur noch ein einziges Mal manchmal aus dem 15-jährigen Ich der Protagonistin manchmal so unfassbar nervt. Und Vertrauen und Verrat fand ich auch nur okay, weil es keine komplizierte Dreiecksbeziehung hatte. Ja, und ich bin halt sehr gespannt, wie es in Palace of Glass sein wird. Natürlich wird sich die Protagonistin in den einen Typen verlieben, also ich glaube in den Kronprinzen oder sowas. Und also ich meine, das ist ja jetzt schon absehbar. Ich bin mal gespannt, wann man endlich den zweiten Teil im Bloggerportal anfragen kann. Das wäre dann Palace of Silk und apropos zweiter Teil. Ihr erinnert euch hoffentlich alle noch an meine Geschichte von die Rezension der Bienen. Und jetzt ist der zweite Teil eines Klimaquartetts herausgekommen. Ich wusste nicht mal, dass es sowas wie ein Klimaquartett geben kann. Und das ist die Geschichte des Wassers. Also so wie es in die Geschichte der Bienen darum geht, was wäre, wenn es keine Bienen mehr gäbe, geht es in die Geschichte des Wassers unter anderem darum, was wäre, wenn es kein Wasser mehr gäbe. Ich bin mal sehr gespannt, was die anderen zwei Bände sein werden, also mit welchen Umweltproblemen die sich beschäftigen werden. Ich denke, dass wir das aber relativ schnell rausfinden werden. Ich persönlich finde die Bücher von Maya Dünne eigentlich ziemlich gut, aber die Geschichte des Wassers ist mal wieder so ein wunderbares Beispiel für einen komplett bescheuert übersetzten Titel. Also ich meine, die Geschichte der Bienen heißt auf Norwegisch die Geschichte der Bienen. Ich kann es jetzt gerade nicht aussprechen. Ich studiere Schwedisch, auch nicht Norwegisch. Und ja, ich weiß auch gerade nicht, wie es auf Schwedisch heißen würde. Naja, wie auch immer. Und die Geschichte des Wassers heißt auf Deutsch die Geschichte des Wassers. Oh, wer hätte es gedacht. Und auf Norwegisch einfach blö oder blo oder wie auch immer. Also vom Schwedischen her, in Norwegisch spricht man ja aus, wie Schwedisch würde ich es blo aussprechen. Was einfach ein Blau heißt. Und nicht, das heißt nicht mal Wasser, das heißt einfach Blau. Also, ich kann ja verstehen, dass man das so der Kohärenz halber dann so übersetzt, aber
Vielleicht wäre das ja auch so aufgefallen, dass die Bücher zusammengehören. Ich weiß es nicht. Ja, das war es soweit mit meinen Neuzugängen. 15 Bücher sind jetzt nicht gerade wenig. Ich habe nur 13 Bücher gelesen und zwei von denen waren keine Bücher, die neu dazugekommen sind. Aber lustigerweise sind trotzdem nur zwei Bücher noch, also Rezensionsexemplare, auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Nummer 3 lese ich gerade. Ich glaube, ich habe ein Rezensionsexemplar einfach im April schon gelesen. Das erklärt jetzt einiges, ja, weil es ist ja jetzt schon Mitte April und ja. Manchmal ist das mit der Zeit und wann ich was drehe und so ein bisschen verwirrend. Genau, ich hatte euch am Anfang irgendwann mal die Frage gestellt, wie das mit dem Lesemonat ist und den Neuzugängen. Also, ob ihr das zum Beispiel in einer Reihenfolge habt, dass ich euch erst die Neuzugänge und dann den Lesemonat vorstelle oder eben so wie ich es jetzt mache. Oder ob ich es wieder zusammenfügen soll zu einem ganz gigantischen Video. Oder sowas. Das könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr das gerne hättet. Ich habe, glaube ich, zwischendurch noch irgendeine andere Frage gestellt, die ich aber gerade wieder vergessen habe. Ich werde sie mir einfach aufschreiben und euch gegebenenfalls hier als Infokarte einblenden, damit ihr darüber abstimmen könnt. Ja, das war es soweit von mir. Ich finde, dass es eigentlich ein ziemlich cooler Neuzugänge-Monat war. Besser als mein Lesemonat, würde ich irgendwie sagen. Und ich bin schon sehr gespannt, was für Bücher jetzt so in nächster Zeit bei mir einziehen werden. Es ist heute der 11. April und ich habe noch kein einziges Buch diesen Monat bekommen. Das ist quasi sensationell wenig für mich. Ich warte ja immer noch auf Emily Jonas Teil, auf die kuriosen Abenteuer der J.J. Smith 3 von Emily Jonas. Das sollte eigentlich Ende März erscheinen, ist erstmal nicht draußen, aber es wird bestimmt bald erscheinen. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie es da weitergeht, weil ich jetzt relativ lange auf die Fortsetzung warten musste. 2-3 Jahre oder sowas. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Neuzugang jetzt soweit gefallen hat. Ich habe mit dem Mund jetzt komplett fusselig geredet. Freue mich aber mal wieder ein Video für euch gemacht zu haben. Irgendwie habe ich gerade voll gute Laune und hoffe, dass ihr auch gute Laune habt. In diesem Sinne, bis dann!